raus aus der Gefahrenzone. So jagt man heute den Ball. Antoine Griezmann mit der Chance. Philipp. Die rennen ja immer. Und er zieht ab. Guter Schuss, ein bisschen zu stramm, ein bisschen zu unplatziert. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht. Aber er hat es nicht gut genug gemacht. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich. Mbappé! Weg damit! Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Der Ball kommt zu Mohamed Salah. Mohamed Salah kann ihn machen. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Beckenbauer, Davids, Neymar und ab geht die Post. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Snyder hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Den per Kopf. Ordentlicher Abschluss, nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Neymar hätte mit Sicherheit aus dieser Szene mehr machen können. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Und raus, nach rechts. Da hat er sich schön freigelaufen. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Das hat man sich anders vorgestellt, aber noch ist genug Zeit, um das Spiel zu drehen. Man braucht nun ein frühes Tor. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Deutschland muss natürlich sich vor Augen halten, wir haben noch Zeit. Kane! Chance gesehen und genutzt. Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn. Einen Moment später und er wäre im Abseits gewesen. So ist alles regulär. Und damit steht fest, Doppelpacker. So, 2-0 jetzt also. Ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Carlos. Und nun Ruud Gullit. Raus auf die linke Bahn. Ja, richtig starker Laufweg. Griezmann. James. Carlos. Gullit. Und hier ist wieder Schluss. Hernandez. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ein hochinteressanter Ball. Die Idee war richtig gut, nur die Präzision, die fehlte. Das Motto heißt ganz klar, ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. Richtig guter Ball. Da ist die Chance. Und es ist passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen. Der Rest ist Formsache.
Es ist, wie es ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Begegnung hat zweifellos einen ganz besonderen Stellenwert für die Fußballfans dieses Landes. Die Anhänger fiebern diesem großen Spiel entgegen, auf das wir alle sehnsüchtig gewartet haben. Die perfekte Bühne für den Auftritt der beiden Teams. Himmelblau und Burgunderrot, soweit das Auge reicht. Dazu stolze Fans, die leidenschaftlich ihre Hymnen schmettern. Kein Zweifel, wir sind hier in der katalanischen Fußballmetropole bei einem der herausragendsten Teams der Geschichte in Barcelona. Und los geht's. Der FC Barcelona gegen... Freistoß für den FC Barcelona. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Dayo Upamecano. Das ist einer, der das Prinzip des Gegenpressings und der schnellen Konter verinnerlicht hat. Das ist logisch, wenn man wie er in einem System ausgebildet wird, das diese taktischen Stilmittel zur Kunstform erhoben hat. Wenn er seine Stärken als Passgeber einbringt, dann... Riese, da haut er den einfach rein. So, und jetzt nimmt das Spiel Fahrt auf. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt durch ihren Starspieler. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Das können nicht viele und von dieser Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er den Körper einsetzt, den Ball abschirmt, den Treffer erzielt, das ist eine Augenweide. Ich glaube nicht, dass das so im Matchplan war. Nein, das wird nichts, wobei es ja ganz vielversprechend aussah. David Villa, ordentliche Chance. Klasse Tat vom Torhüter. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Die erste Ecke für das Team in dieser Partie. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Auch bei einer Ecke für die... Er nimmt ihn direkt. De Bruyne. Und den holt er sich zurück. Gut freigelaufen. David Villa. Der Pass kam genau richtig. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. David Villa. Und ab geht die Post. Snyder. Beckenbauer. Die Chance für David Villa. Tempo Gegenstoß. Van der Vaart. Er setzt zum Kopfball an. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Gut abgefangen. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Neymar. Neymar hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Die Nilsson. Ein schwacher Pass. Offensichtlich haben sie die Anweisung, geduldig zu bleiben, trotz Rückstand. Und die Kontergelegenheit. Gavi. Snyder. David Villa ist das. Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Van der Vaart. Versucht, über die linke Seite Druck zu machen.
Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Jetzt den präzisen Pass spielen. Perfekt antizipiert. Van der Vaart. Und ab die wilde Fahrt. Neymar. Das ist Gavi. De Bruyne. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Messi. Sie könnten jetzt natürlich alles geben, um noch vor der Pause ein Zeichen zu setzen und den Ausgleich zu machen. Aber sie können auch sagen, auf Strecke haben wir so viel Qualität, dass wir auf die zweite Halbzeit vertrauen. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Snyder. Er packt einen aus. Das wird nichts. Weit vorbei. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Kunde. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Messi. Klasse Technik. Ein total missratener Pass. Jetzt könnte was gehen. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Gutes Auge, guter Pass. Da hat er den Überblick behalten. Das Spiel kann nicht mehr lange dauern. Freistoß für den FC Barcelona. Kunde. Das war's. Halbzeit. Trotz des Rückstandes hat man nicht schlecht gespielt. Sie müssen weiter an sich glauben und dann wird man auch Erfolg haben. Der Ball, der rollt wieder. Deutschland muss natürlich sich vor Augen halten, wir haben noch Zeit, 45 Minuten. Wir müssen einerseits geduldig und diszipliniert, andererseits aber auch druckvoll agieren. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Ein guter Ball und sie sind durch. Er bringt ihn. Und der Pass, das wird eine Torchance. Sucht er, er trifft. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Neymar ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Und damit steht's. Das könnte. Den lässt er sich nicht entgehen. Damit hat er eine zweistellige Trefferquote erreicht. Perfekt platziert. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Und damit brauchen sie nur noch eins. Also wer gedacht hat, die Jungs sind besiegt, die kommen nicht mehr zurück, der ist jetzt zunächst mal eines Besseren belehrt. Sie sind wieder dran. Neymar. Gut gesehen, guter Laufweg. Davids. Da ist er, der seit heute eine zweistellige Trefferquote hat. Ein sehr kluger Pass. Die große Chance! Zu unkontrolliert. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Davids, da kommt der Abschluss. Ja, da pocht das Herz tief in der Hose. Ganz aggressives Pressing und der Stürmer macht klasse mit. Er erobert den Ball, aber er macht ihn nicht rein. Und der Konter läuft. Neymar mit der Torchance.
Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Stichwort Befreiungsschlag. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Mbappé. Da ist es passiert. Sie sind wieder mit dabei in dieser Partie. Unwiderstehlich, perfekte Schusshaltung und präzise. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Das ist inzwischen eine richtig flotte Partie. Das erlebt man immer wieder im Fußball. Bei der einen Mannschaft geht alles und er geht Tor für Deutschland. Sie sind wieder am Drücker. Das haben sie sich verdient. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Und der Neue, der schlägt gleich mal zu. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Deutschland mit einem weiteren Wechsel gleich. Mit ihm wird das Spiel der Mannschaft auf jeden Fall schwerer auszurechnen. Das ist überhaupt keine Frage. Er hat immer wieder dieses perfekte Auge für den entscheidenden Pass. Da ist die ein sehenswerter Treffer. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Mittlerweile reden wir hier von einer Zwei-Tore-Führung. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf. Und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Das ist die Möglichkeit. Am Tor vorbei. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet. Und sie haben sie großartig liegen lassen. Einfach mal Langholz. Und der Fernschuss. De Bruyne. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Zamorano. Zamorano! Das war eine gute Chance, die Führung auszubauen. Also spätestens jetzt greift die alte Fußballphrase. Wenn sich das mal nicht rächt. Eckball, die zweite. Null Ecken stehen auf der anderen Seite zu Buche. Er steigt hoch. Kurz und bündig, Chance dahin. Das ist Zamorano. Mbappé hat die Chance. Die Schussgelegenheit. Großartige Position für einen Schuss, aber sie machen nichts draus. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor. Am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Ronaldinho. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Den hat er gespürt, gesehen. Er zieht auf. Pfosten. Gavi. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Mbappé. De Bruyne. Den hat er.
Van der Vaart. Neymar hat einfach einen ausgeprägten Torjägerinstinkt. Den haben wir ja schon gesehen. Hier ist Neymar. Gavi. Und er ist Mutterseelen allein durch. Nur noch einer vor ihm. Davids. Schon läuft der Gegenangriff. Klasse durchgesteckt. Der kommt tatsächlich durch. Er kann... Jetzt der Abschluss. Ähnliche Situation wie vorhin, aber auch das ähnliche Ergebnis. Das ist wirklich ansehnlicher Angriffsfußball. Aber der Abschluss, der stimmt einfach nicht. De Bruyne. Er hält drauf. Er bekommt die zweite Chance. Viel zu weit am Tor vorbei. De Bruyne. Kunde treibt das Spiel auf der rechten Seite nach vorn. Ronaldinho. Ein hochinteressanter Ball. Abschluss. Nach diesem guten Pass war da definitiv mehr möglich. Schöne Vorarbeit, er stand hauchdünn, nicht im Abseits, hätte das Tor machen können, aber er scheitert. Gut gelöst, diese Situation. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Tolles, und der Schuss! Und noch ein Tor! Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nochmal nehmen lassen. Einfach und haltbar. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Na, den kennen wir doch. Mr. Doppelpack. Mit drei sind sie jetzt schon vorne.